Der mit Abstand wichtigste Index der Welt, nämlich der S&P 500 mit Billionen an Marktkapitalisierung, ist heute an einem wichtigen Widerstandsniveau gescheitert, nämlich bei 4.150 Punkten. Und das, obwohl die Inflationsdaten heute, zumindest was die Headline-CPI-Daten betrifft, einen Ticken niedriger waren als erwartet. Aber das sorgte zunächst mal für Freude. Die Kerninflation, genau wie erwartet, ziemlich hoch, nach wie vor ziemlich heiß, diese Kerninflation, also die Inflation ohne Nahrung und Energie. Und jetzt ist die entscheidende Frage, schafft es der Leitindex S&P 500 über diese Widerstandszone bei 4.150? Ich habe das gleich nochmal im Chart für Sie, aber hier zunächst mal die Inflationsdaten 0,1 statt 0,2. Also die normalen Inflationsdaten 5,0 statt 5,1, hurra, da war gleich gute Stimmung an den Märkten, und Kernrate 0,4 und 5,6%, so ziemlich genau wie erwartet. Wie haben die Märkte reagiert? Wir sehen es zunächst mal, oder sieht man es hier nur sehr begrenzt, weil das ein längerfristiger Chart ist, aber wir sehen hier diese Widerstandszone im S&P 500 zwischen 4.150 und 4.200 Punkten. Ich hatte heute Morgen diese 4.150 schon mal als sehr wichtiges Niveau ins Spiel gebracht. Genau da sind wir hingelaufen, dann kam der ziemlich deftige Rücksetzer, der dann zunächst mal bei 4.100 Punkten, einer wichtigen Unterstützungszone, aufgefangen wurde. Jetzt sind wir irgendwo in between, also mittendrin. Es wird ein Bruch dieser Zonen den weiteren Weg erstmal dann wohl entscheiden. Aber es hat also nicht gereicht, dass die Headline-Inflation ein bisschen niedriger war, um den Index jetzt noch weiter nach oben zu schießen. Und der Grund dafür könnte sein, dass wir vielleicht heute das letzte Mal uns so stark fokussiert haben auf die Inflation und uns bald, sehr bald wohl sehr stark fokussieren werden auf das Thema Rezession und nicht mehr Inflation. Inflation wird dann vielleicht gar nicht mehr das große Problem sein, denn die kommt nach unten, aber die Rezession, die wird dauern. Aber schauen wir uns zunächst nochmal in Sachen Aktienmärkte an, was da hier passiert ist. Hier hatte ja Goldman Sachs im Vorfeld gesagt, okay, wenn also irgendwas zwischen 4,6 und 5,1 rauskommt, und es war ja dann 5,0%, also in dieser Range, dann dürfte der S&P 500 ein halbes Prozent bis 1% steigen. Wir sind mehr oder weniger unverändert, waren erst deutlich im Plus, sind dann sogar ins Minus gedreht, dann wieder leicht ins Plus gedreht. Also es ist immer schwer vorauszusagen, wie die Märkte auf diese Inflationsdaten reagieren. Wir haben schon niedrigere Inflationsdaten gesehen, zunächst nach oben, dann Abverkauf. Wir haben höher als erwartete Inflationsdaten gesehen, zunächst Abverkauf und dann massive Rallye, also wie auch immer. Aber manche scheinen wieder mal Bescheid gewusst zu haben, diesmal nicht an den Aktienmärkten. Die haben da wirklich nicht gezuckt bis genau 14.30 Uhr, aber bei den US-Staatsanleihen-Futures, genau gesagt bei der bei dem Future für die 10-jährige US-Staatsanleihe, da ging es nach oben, also der Kurs ist kurz vor 14.30 Uhr deutlich gestiegen, die Renditen also gefallen. Da hat offenkundig jemand ein bisschen Wind bekommen davon. Dann wurde das Bureau of Labor Statistics gefragt, naja, habt ihr irgendwie Kenntnis von einem Leak? Nein, haben wir nicht. Dabei können wir uns erinnern, es gab immer wieder mal in der Vergangenheit die Situation, auch bei den Aktienmärkten, dass kurz vor 14.30 Uhr, vor wichtigen Daten, dann plumps eine starke Marktbewegung kommt, die dann zufällig zunächst mal die richtige ist, weil eben die Daten dann diese Marktbewegung erstmal favorisieren. Sei es drum, wir werden es wahrscheinlich nie wissen, das ist so genau in etwa wie mit der Sprengung der Nordsee-Pipelines, da werden wir auch nie genau Bescheid wissen. Aber Bescheid wissen wir zumindest in Sachen Inflation. Oben sehen wir die Headline-Inflation. Klar, die kommt nach unten. Wir sehen gleich, warum das so ist. Aber unten ist die Kerninflation, die gestiegen ist im Vergleich zum Vormonat mit 5,6%. Dennoch haben wir jetzt 23 Monate in Folge bei dieser Kerninflation, dass wir einen Wert von über 5% haben. Hier sagen bösartige Zungen, das sind die Kosten des Free Money, also der Abschaffung des Zinses und des Quantitative Easings, also die Flutung der Märkte mit der Liquidität. Und eins dürfen wir ja auch nicht vergessen, die Inflation ist jetzt auf einem Niveau, das wir erst viermal seit den 1960er Jahren gesehen haben. Und BlackRock, ja auch keine kleine Klitsche, die sagt, also die Fed wird es nicht schaffen, die Inflation auf ihr 2%-Ziel runterzubringen. Die Amerikaner werden mit höheren Preisen auf Dauer
und steigenden Preisen auf Dauer leben müssen. Jetzt gucken wir uns nochmal diese Inflationsdaten an. Das was Einzige, was nicht gestiegen ist, das war Energie. Wir haben jetzt gesehen, dass natürlich dieser Effekt Ukraine-Krieg, dann ist auch in den USA oder sind auch in den USA die Energiekosten im März 2022 gestiegen. Dann ging es ja runter mit den Energiekosten, aber wir sehen hier vor allem Services, Ex-Food and Energy, also der Dienstleistungssektor, booms, dieses blaue hier. Das ist richtig nach oben gegangen. Das ist der ganz, ganz große Treiber der Inflation weiterhin. Paul und der Konsorten haben ja gesagt, also wir gucken uns die Kerninflation im Dienstleistungssektor ohne Housing, das ist also ohne den Immobilienbereich, das ist für uns die entscheidende Größe. Und wenn wir bei Immobilienbereich sind, wir sehen hier, dass nochmal Shelter zum Vorjahresmonat um 8,2 gestiegen ist. Das ist alles, was mit Unterkünften zu tun hat, inklusive Miete. Wir sehen Rent zum Beispiel 0,45% im März. Das ist schon deutlich weniger als noch die 0,71 im Februar, also Mieten. Und Shelter eben Unterkünfte 0,66 von Februar 0,79. Aber jetzt ist eben die Geschichte, dass man erwartet, aber so genau weiß man es nicht, weil die Daten faktisch veraltet sind, dass wir möglicherweise bei dieser so wichtigen Komponente, die ein Drittel etwa der gesamten Inflationsberechnung ausmacht, dass wir hier toppen, weil schlichtweg eben die Mieten jetzt nicht mehr gestiegen sind und die Daten, weil das über Umfragen, Telefonumfragen passiert, die ziemlich lange dauern. Es ist so eine Endlosschleife, die da gemacht wird seitens der US-Behörden. Wir wissen also nicht genau, wann das passiert, aber die Märkte wissen scheinbar oder sagen, im Gegensatz zur Fed, ihr werdet die Zinsen mindestens 2 bis 3 Mal noch in diesem Jahr senken. Und jetzt sagte die Deutsche Bank heute in einer Analyse, naja, also diese Fed Fund Futures, die ja die Wahrscheinlichkeiten für die weitere Zinsentwicklung einpreisen, die irren sich eigentlich fast immer. Und eins darf man nicht vergessen, wir sehen zwar hier gerade bei der Headline-Inflation in diesem Chart, dass es nach unten geht, aber wir haben jetzt eben diesen Faktor Energie möglicherweise wieder nach dem Schritt der OPEC Plus, ist der Ölpreis ja nochmal deutlich gestiegen. Das heißt, wir könnten diesen Energieeffekt, der jetzt die Inflation nach unten gezogen hat, der könnte dann die Inflation bei den nächsten Daten wieder nach oben ziehen. Sei es drum, die Credit Suisse, Gott hab sie selig, die hat zunächst mal entworfen, dass wir im Juni wohl den Tiefpunkt sehen werden bei 3,7% zum Vorjahresmonat, bevor es dann wieder etwas nach oben geht. Aber was Sie hier rechts sehen, das sind die Wahrscheinlichkeiten, die Fed Fund Futures einpreisen. Wird die Fed die Zinsen anheben im Mai, ja oder nein? Da sagen die Fed Fund Futures ja mit einer Wahrscheinlichkeit von 73%, also schon durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit. Auch wenn zum Beispiel Goldman Sachs und einige wenige andere sagen, also wir gehen jetzt nicht mehr davon aus, dass die US-Notenbank dann im Mai nochmal die Zinsen anheben wird. Naja, so viel von der Erwartung war jetzt auch die Headline-Inflation ja nicht entfernt. Jetzt kommen wir nun mal zu den Markets, meine Damen und Herren. Der untere Chart, der wird gerne jetzt rumgereicht, weil man sagt, naja, seht ihr, alle Welt ist short. Das ist die Positionierung in S&P 500 Futures. Okay, das ist also die meistens von Hedge Fund eingegangene Positionierung. Die gehen also davon aus, oder von anderen Player, welche werden wir gleich sehen, dass zumindest sind sie abgesichert oder gehen davon aus, dass die Kurse fallen werden. Und der Grund, warum sie das tun, ist die Rezession. Jetzt gucken wir aber mal Open Put Call Ratio. Nicht viel Puts, die da drin sind, also keiner hat offenkundig das Bedürfnis, sich abzusichern, spricht jetzt nicht dafür, dass irgendwie Angst da ist, was dann ein Kontraindikator wäre und für steigende Kurse sorgen würde. Rechts hier sehen wir den NAAIM Exposure Index, also wie stark sind Vermögensverwalter aus den USA am Markt positioniert, knapp bei 73, das ist schon eine ziemlich hohe Allokation. Man kann also nicht sagen, dass hier keiner dabei wäre bei dieser Rallye, das ist nicht der Fall. Wir sehen nach wie vor etwa Investor Intelligence, also Börsenbriefe, weitgehend bullish. Aber ein Grund könnte sein, dass viele Fonds sich eben absichern müssen für diese hohe Short-Positionierung im S&P 500 Future, im E-Mini, dass sie eben sagen, okay, wir können keine einzelnen Aktien shorten.
Und dann nehmen wir als Absicherung für unser Long-Only-Aktienportfolio, nehmen wir eben jetzt den S&P 500 Future. Und wer auf jeden Fall maximal long ist, das sind die CTAs, also die Commodity Trading Advisor, eine Form von Vermögensverwaltern in den USA, die auch einen großen Einfluss aufgrund ihres Gewichts inzwischen haben. Die sind ziemlich dicke drin und da geht nicht mehr viel. Und jetzt könnte man auch sagen, naja, die höchste Shortquote im S&P 500 Future, also im E-Mini, die hatten wir 2007. Danach ist der Markt kollabiert, als wir das letzte Mal eine so hohe Shortquote hatten. Da ist der S&P 500 immerhin 800 Punkte gefallen, ein ziemlicher Schnaps von 20%. Kann ein Kontraindikator sein, muss aber kein Kontraindikator sein. Und sind das Kontraindikatoren? Das werden wir sehen, Wells Fargo etwa sagt. Also der S&P 500 wird bis 3700 Punkte fallen. Sell before May and go away. Manche sagen ja sell in May, aber die sagen sell before May. Man erwartet also deutlich fallende Kurse. Zunächst mal auch die Bank of America sieht sogar, fallen die Kurse bis 3000 Punkte, um dann eine Erholung wieder bis 4000 Punkte zu sehen. Aber zunächst mal der Fall auf 3000 Punkte. Werden Sie recht haben, weiß man nicht. Interessant jedenfalls, dass die obere Range des Zinssatzes der Fed, das ist ja in einem Korridor immer derzeit ja 4,75 bis 5%, dass die jetzt schon praktisch, der obere Bereich, nämlich die 5%, sind jetzt durch die, also die Fed hat mit ihren Zinsen praktisch jetzt die Inflation erreicht, die Headline-Inflation erreicht, okay, aber die Kerninflation ohne Nahrung und Energie ist eben noch sehr hoch. Unten sehen wir, 6. Mai 2022, da lagen die Zinsen zwischen 0,75 und 1%, da war der S&P 500 bei 4.123 Punkten, jetzt sind die Zinsen zwischen 4,75 und 5% und der S&P 500 ist bei 4.123 Punkten. Und warum? Bank of America und Wells Fargo negativ sind zunächst mal für die Aktienmärkte, ist schlichtweg das Thema Rezession. 3 Punkte sind bei einer Rezession entscheidend. Ich hatte diese Grafik von Cantor schon gezeigt. Die Fed hebt die Zinsen sehr, sehr schnell an aufgrund eines Inflationsproblems. Und dann bekommen wir Tighter Lending Standards, also die Kreditvergabe der Banken. Die geht deutlich zurück. Genau das ist jetzt besonders der Fall. Also Punkt 3, Kreditvergabe geht deutlich zurück. Und Diego Fasnacht hat hier unter Berufung auf eine Analyse von EPB Research versuchte zu zeigen, dass jetzt eigentlich alle Indikatoren schon dermaßen auf Rezession gesprungen sind. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Monaten oder im nächsten Monat oder relativ bald wissen, wie es mit der Wirtschaft der USA weitergeht. Und die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass es in eine Rezession geht. Das sehen wir etwa durch extrem invertierte Zinskurven. Hier die 10-jährige minus die 3-monatige Staatsanleihe aus den USA. Neues Allzeittief heute bei minus 164 Basispunkten. Also, ich kriege für eine 3-monatige Staatsanleihe 1,64% mehr als für eine 10-jährige Staatsanleihe. Macht eigentlich keinen Sinn, weil normalerweise je länger eine Laufzeit für eine Staatsanleihe ist, umso höher ja tendenziell das Ausfallrisiko, je länger der Horizont, der Zeithorizont ist. Und heute noch ein Termin, der wichtig ist, da müssen Sie nochmal reinschauen, bei Finanzmarktwelt, Hausaufgabe, meine Damen und Herren. Was sagen die US-Notenbanker über die Bankenkrise? Denn das ist das Protokoll der letzten FED-Sitzung, heute 20 Uhr. Da hat sich die FED ja nach langen Zögern offenkundig entschieden, die Zinsen anzuheben. Damals wusste man überhaupt noch nicht, wie es weitergeht in Sachen Bankenkrise. Kurz vorher war Silicon Valley und die Signature Bank kollabiert. Also 20 Uhr mal reinschauen. Und die EZB, da hat sich auch was getan. Hier melden sich jetzt immer mehr Stimmen wie De Guindos, Vizechef der EZB, oder Villeroy. Der Franzose ist ein sehr wichtiger Mann, Ratsmitglied der EZB und als Franzose so in einer Art Brückenfunktion zwischen Nordländern und Südländern. Und Villeroy, der hatte noch während der Bankenkrise gesagt, also wir sollten jetzt mal die Füße stillhalten. Jetzt sagt er also, die Kerninflation, die droht hier dauerhaft zu werden, wir müssen mehr tun. Also kann man sagen, im Vorfeld der Bankenkrise waren die Nordländervertreter innerhalb der EZB, die Deutschen vor allem, die sich durchgesetzt hatten und gesagt hatten, wir müssen die Zinsen weiter anheben. In der
Bankenkrise waren dann die Südländer wieder federführend und jetzt sind es wieder die Nordländer. Dazu ein Artikel von mir bei finanzmarktewelt.de. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist: Kerninflation zu hoch. Die Fed wird die Zinsen weiter anheben, sehr wahrscheinlich. Heute hat sich schon Daley von der San Francisco Fed geäußert und gesagt, ja, wir werden hier good reasons oder wir haben more work to do on rate hikes, also hat praktisch gesagt, wir werden wohl die Zinsen doch noch weiter anheben müssen. Hier sind nochmal die ganzen Insights in Sachen Inflation, was da genau wie der Fall ist und wie die Analysteneinschätzungen sind, was da noch kommen sollte. Also diese beiden Empfehlungen und 20 Uhr, meine Damen und Herren, das FOMC-Protokoll. Ich sage Servus und Ciao.